Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Spider-Man. In der letzten Folge haben wir ein Training gemacht, was Peter uns bereitgestellt hat. In der ganzen Stadt gibt es jetzt auch solche. Wir haben es eigentlich nur auf Stufe 1 geschafft und dadurch das Spinnrad freigeschaltet. Aber ich habe es dann privat nochmal versucht, auf Maximum zu machen, aber das kriege ich irgendwie gerade nicht hin. Das Höchste, was ich hingekriegt habe, war 45. Und ja, und jetzt halt schauen wir, dass wir diese Folge weiter die Hauptquest machen. Und die Plaza, letzte Folge ist auch die Plaza überfallen worden. Und die Gegner-Typen, die sind extrem. Hier. Da. So, hier. So, hier. So, hier, ich brauche eine 20 gekommen. Gut. So, ach so. Perfektes Ausweichen hier. Gut, hier. Gut, hier. Hier. Gut. Hier einmal draufschlagen einfach. Gut, hier. Down mit dir. Gut. Gut, hier einmal da mit dir. So. Gut. Einmal hier. Combo, Combo, Combo. Gut, hier. Down. Ey, komm. Gut. Ey, das war kein perfektes Ausweichen, bitte. Komm, das war doch. Ey, komm. Ey, es ist doch perfektes Ausweichen. Na, muss nachladen, Alter. Echt jetzt? Geil, ja, komm, dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann nur dich jetzt. Komm, echt jetzt. So, halt so jetzt. Fertig. Alles sauber. Du kannst die Tür aufmachen. Vorsicht. Ich weiß nicht, was dieser neue Spider-Man so macht. Geh lieber. Sonst stellt dir die Polizei die ganze Nacht Fragen. Danke oder so. Ah. Okay. Yay. Jetzt haben wir ein Verbrechen, wofür ich länger gebraucht habe, als eigentlich nötig war, aber ich wollte halt schauen, ob ich vielleicht die perfekte Ausweicher schaffe, aber ne, anscheinend ja nicht. So. Easy. So. Und ja. Falscher Knopf. Ist das zu kalt zum Umziehen? Sieht gut aus. Hey. Mann, der
Fernseher ist so alt wie Abuela. Den habe ich mit Pete gesehen. Er hat am Ende geheult. Okay, ich auch. Ruby Theater präsentiert Amor. Kenne ich nicht. Kann ich nicht aussprechen. Das ist Spanisch, schätze ich. Gut, dass Genki ein paar Wochen bleibt. Wir werden ein paar Nachtschichten einlegen müssen. Ja. Vor allem jetzt, wo Peter in den Urlaub ist, nicht? Ideen für Spider-Anzüge. Mom sollte das lieber nicht sehen. Ja. Kann sie eigentlich, die weiß ja, dass du eigentlich ein Fan von Spider-Man bist. Kannst du einfach sagen, Comic-Con. Ich bin hier noch nicht ganz angekommen. Es ist immer noch Abuelas Wohnung, nicht unsere. Ach, Tante. Tante, glaube ich was, oder? Abschluss der Mittelstufe. Lange nicht gesehen, die zwei. Oder Tante. Glückwunsch, Miles und Finn. Ihr werdet in der Highschool in den Allerwertesten treten. Ihr werdet der Highschool den Allerwertesten treten. Umdrehen. Rick. Mal sehen, woran Genki arbeitet. Oh, Speed Nonagon. Kann kaum erwarten, dass es fertig ist. Hier warten immer noch Sachen von Abuela auf ihre Reise nach Puerto Rico. Spanisch oder Brasilianisch? Das ist halt jetzt echt gute Frage, ne? Gibt's noch irgendwas bei dem Bild zu tun? Außer umzudrehen. Und zu lesen. Nö. Und geh mal raus aus dem Zimmer. Kleckert. Ich mach das eben schnell sauber. Alles okay? Schon okay, Mann. Ay, bendito. Mijo, qué guapo. Gracias, Mami. Wir haben heute einen Gast. Kannst du die Wohnung vorbereiten? Oh, vielleicht Musik anmachen für die Stimmung? Ah, Nadja. Echt jetzt? Deine Wahlkampfmanagerin? Ein Heiligabend? Tja, die Kundgebung morgen plant sich nicht von allein. Danke, dass du alles vorbereitet hast, Mijo. Hallo? Okay. 15 Jahre in Brooklyn ohne einen Fleck. Und dann kommt Harlem. Vielleicht ein Zeichen. Ich dachte, wir hätten die Formulare schon unterschrieben. Nein. Schön, dass wir Dads Baum noch haben. Absolut. Er hat das Ding geliebt. Nichts ist wie ein echtes Brooklyn-Weihnachten. Das hat er immer gesagt. Keine Platten. Hey, Mom! Wo sind Dads Platten? In meinem Zimmer. Danke. Ich dachte, okay. Wir hätten die Formulare schon unterschrieben. Hey, warte auf die Essenszeit, bitte. Ja, Ma'am. Sicher, ja. Wie wär's mit etwas Musik, Micho? Bin ja gerade dabei. Muss nur die Platten holen. Gibt's hier was zu tun? Außer den Spiegel anzuschauen. Ich dusche dreimal so oft, seit ich mit diesem Heldending angefangen habe. Die Haare sind okay, oder? Hm. Ja, funktioniert. Okay, warum kann ich hier alles ausprobieren? Mams Kandidatur für den Stadtrat ging schnell. Die Leute in Harlem lieben sie. Naja. Flecken, Farbe, teures. Mom hat wohl auch noch nicht alles ausgepackt. Hey, diese Tapete ist so typisch Abuela. Okay. Mom hat hunderte davon bestellt, weil Dad in einem Artikel erwähnt wurde. Wer ist Spider-Man? Wenn du wüsstest, Mom. Alter, ja. Welcher Spider-Man jetzt? Der neue oder der alte? Was ist das? Muss beim Umzug hier gelandet sein. Eine von Dads alten Fallakten. Prowler. Oh, oh, Kacke.
ob Dad ihn jemals geschnappt hat? Das ist doch jetzt wahrscheinlich der Antagonist von dem Game, oder? Und da ich mich ein bisschen von Spider-Man Into the Spider-Verse spoilern lassen habe, weiß ich, wer das ist. Wenn sie es das gleiche gemacht haben wie hier in Spider-Verse. Alter, wieso habe ich mich spoilern lassen? Egal. Hat im Rathaus nicht angefasst. Dads Lieblingsalbum. Es lief jeden Sonntag, wenn er Kaffee gemacht hat. Salsa von Abuela. Für Mom und Dad gab's dann kein Halten mehr. Was ist denn das Letzte? Untersuchen. Das war Onkel Aarons. Dad hat sie nie aufgelegt. Aber auch nie weggeworfen. Nimm mal die. Wenn er sie nie aufgelegt hat, dann nimm mal die. Der Prowler. Oder Prowler, irgendwie so. Dann wissen wir jetzt schon, wer wahrscheinlich die Truppen anführt. Bleichborax. Borax mit Bleiche. Borax-Bleiche. Hey Mann, habt ihr auch normale Bleichbleiche? Hältst du Bleiche für eine gute Idee? Ja, na klar. Wieso? Nur so. Naja. Was gibt's für uns, DJ? Die beste Platte aller Zeiten. Das habe ich lange nicht gehört. Das war Onkel Aarons. Oh, trotzdem eine tolle Platte. Die Klinge ist schon ewig kaputt. Malch, machst du das bitte? Natürlich. Wie geht's deinen Eltern, Gankly? Hab länger nichts von ihnen gehört. Denen geht's gut. Gestern haben sie eine Schildkröte von der Größe eines Labradors gesehen. Wow, fantastisch. Ich freue mich, dass du hier geblieben bist. Es ist schön, dich bei uns zu haben. Es ist schön, hier zu sein, Miss Morales. Finn? Hey, die Klingel geht wieder. Wie schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Wie lange? Monate. Ist viel passiert. Ja, da hast du recht. Ist das unser Ehrengast? Kommt rein, ihr zwei. Essen ist fast fertig. Finn, wie schön, dass du es einrichten konntest. Danke für die Einladung, Miss Morales. Wir haben dich vermisst. Also der da ganz besonders. Hi. Finn, das ist Genki. Mein Freund von der Brooklyn Visions Academy. Genki? Das ist Finn. Wir sind beste Freunde. Also nimm dir. Oh ja, ihr habt bei der Schulwissenschaftsmesse gewonnen, oder? Mit einem, Energiekonverter. Synchron. Die Verkabelung hier ist total veraltet. Ich kontrolliere die Sicherung. Gracias. Also, Weihnachten... Sie sind vielleicht doch Mexikaner und keine Spanier. Was hat mit der Klingelreparatur zu tun? Naja. Ey, sag jetzt nicht, wir haben hier unser erstes Minispiel oder so. Der Schalter hat keinen Strom. Der ganze Block ist dunkel. Vielleicht kann ich von der Feuerleiter aus irgendwas sehen. Okay, aber sei vorsichtig. Prowler? Von hier aus kommt man niemals zum Transformator. Außer man ist super klebrig. Warte. Da oben. Auf dem Dach. Ich kann da nicht drauf. Ja, aber trifft den ganzen Block. Hoffentlich sieht mich hier oben niemand. Ja, das hättest du vordenken können, bevor du angefangen hast, zu klettern, mein Freund. Fenster sehen, nicht aus dem Fenster sehen. Ob man draußen was machen kann? Hoffentlich. Die Warmhalteplatten können das Weihnachtsessen auch nicht retten. Bioelektrizität hilft gegen Rhino. Aber rettet sie das Weihnachtsessen? Gute Frage. Kann man hier seinen Venom-Schlag einsetzen? Mhm. Lenk sie weiter ab, Genki. Komm schon, Genki. Ist Miles noch draußen? Moment! Oh. Wie wär's mit einem Foto? Was jetzt? Ja, naja, schöne Momente soll man festhalten. Warten wir nicht auf Miles?
Nein, er hasst Fotos. Okay, alle nah zusammen. Spaghetti! Tolles Foto, tolles Foto. Oh, hey, Miles. Wer hat Hunger? Setzt euch schon hin. Ich mach das. Riecht gut. Finn, erzähl uns doch mal, was du so machst. Bist du immer noch im Robotikclub? Das nicht mehr. Aber ich studiere Biotech in meiner Freizeit. Nerd. Ah, sagt der Typ, der immer mit Krawatte zur Schule geht. Hey, immer nur dienstags. Arbeitet dein Bruder Rick noch bei Roxxon? Ich weiß wirklich nicht, wie irgendwer nach ihrer letzten Wahlwerbung noch da arbeiten kann. Die hat Simon Krieger echt schwer getroffen. Oh, da fällt mir ein. Genki, du kennst dich doch mit den sozialen Medien aus. Kannst du für die Kundgebung morgen Werbung machen? Ja, um Mitternacht wissen es alle. Manchmal glaube ich, Simon Krieger selbst ist mein Gegner. Roxxon hat hier so viel Einfluss, aber sie hören leider nur auf ihre Aktionäre. Harlem braucht jemanden, der für das Viertel kämpft. Das ist Mams Wahlredestimme, falls dir das nicht klar ist. Wollen Sie das lesen, bevor ich es poste? Ja, noch nicht abschicken. Also, was ist mit dir los? Was meinst du? Du wirkst irgendwie abwesend. Willst du darüber reden? Nicht heute. Es ist Weihnachten. Hey, wie kommst du mit eurem Umzug zurecht? Ach, ist schon okay. Ach, du hasst es. Nee. Das ist deine "Ich hasse es, aber ich sag's nicht" Stimme. Nein, ich kenne hier halt niemanden und ich muss dauernd Leute nach dem Weg fragen. Wichtig ist ein gutes Restaurant. Und ein Friseur. Und ein Platz für Basketball. Hey, das wird schon. Wollen wir uns morgen vielleicht mal treffen? Ich meine, nur wir beide? Musst du nicht lernen? Es sind Winterferien. Die Hausaufgaben verschiebe ich einfach auf nächste Woche. Okay, ich schreib dir. Das Date steht. Ich meine, kein Date. Naja, ein Freunde-Date. Immer noch genauso wortgewandt wie früher. Miles! Bist du wach? Nein. Okay, ich habe an einer App für deinen neuen Anzug gearbeitet. Der hat ein total irres OS, sowas kannte ich gar nicht. Aber ich hab's durch einen Disassembler gejagt, um an die Plug-in-Architektur zu kommen und... Du bist wieder eingeschlafen, oder? Miles! Bin wach. Die Kompilierung ist gleich fertig. Danke. Bereit für meine neue App? Ja, Mann. Dann mal los. Hab Zugriff auf die Analysedaten. Machen wir einen Testlauf. Okay. Ich sehe alles, was du siehst. Wie kommst du, dass du mich dauernd kotzen musst? Ganz viel Übung. Wische nach links, um auf die Freunde, die spielen, aus der Nachbarschaft-App zu greifen. What the fuck, was? Willkommen bei Freundliche Nachbarschaft 1.0. Damit können New Yorker Hilfe anfordern und aktuelle Verbrechen melden. Schickes Menü. Danke. Oh, da! Jemand bittet um Hilfe.
Billy Hallims Züge fahren nicht. Die Anfrage kam von einem Aaron Davis. Moment, was? Das ist mein Onkel. Weiß er, dass du Spider-Man bist? Nein, das muss ein Zufall sein. Ich gehe jetzt zur U-Bahn-Station. Okay, gucken wir uns das mal an. So. Wie geht das hier? Hallo. Wie kann ich helfen? Ich bin übrigens Spider-Man. Ja, ich weiß. Aaron Davis. Jemand macht sich an den Sensoren zu schaffen. Ich bekomme falsche Daten vom Hauptrelais. Oben auf dem Grand Central. Unterwegs. Halt! Halt! Ja? Wo ist der andere Spider-Man? Oh, er ist im Urlaub. Aber keine Sorge, ich schaff das. Okay. Puh, er hat mich definitiv nicht erkannt. Oh, er meldet sich über die App. Hier ist Spider-Man. Hey, ganz vergessen. Gestern gab es einen Einbruch. Direkt nebenan bei der Roxxon Plaza. Eine Gruppe namens Underground. Heute Morgen hingen sie an meiner U-Bahn-Station rum. Der Underground. Ist noch irgendwas über sie bekannt? Sie sehen sich selbst als Nachwuchsmafia. Es gibt sie schon länger, aber jetzt haben sie einen neuen Boss. Tinkerer. Tinkerer. Danke für den Tipp. Und, rufen Sie Spider-Man öfter? Zu Hilfe, meine ich? Ha, bis zu diesem App-Ding wusste ich nicht, wie ich dich erreiche. Ich habe in den Nachrichten gesehen, wie du Rhino erledigt hast. Da dachte ich, dass du der Richtige bist. Cool. Arbeiten Sie schon lange bei der Uber? Nee, erst seit letztem Jahr, als mein Bruder... Wie auch immer. Ich wollte mich verändern und dachte, ich könnte mit diesem Job hier anfangen. Die Züge während meiner Schicht ausfallen, macht keinen guten Eindruck. Na, wenn wir das hinkriegen, können Sie Ihrem Chef sagen, dass Sie Initiative gezeigt und die FSDN-App genutzt haben. Das mache ich. Viel Glück mit den Sensoren. Okay. Und nach unten. Die Sensoren. Ja. An dem Ding hängen eindeutig zu viele Kabel. Das stört sicher das Signal. Diese Kabel hin. Bro, what the hell? Okay, hier rüber. Hä? Achso, ich muss hier rein. Okay. Wenn der Gegner misstrauisch wenn Gegner misstrauisch werden, erscheint das Fragezeichen-Symbol. Und sie sehen sich genau um. Wenn du das Ausrufezeichen-Symbol siehst, wurdest du entdeckt. So. Irgendetwas stört die Signalrelais. Krasse Technologie. Es tut mir leid, aber. Sensoren laufen wieder. Was hast du gemacht? Mich um den Saboteur gekümmert. Und er scheint sein Spielzeug vergessen zu haben. Hey, ich werde später zurückrufen. Wow. Damit könnte ich bestimmt Pete's Holodrohnen herstellen. Underground-Kisten enthalten Teile, mit denen du Anzüge, Anzugsmodifikationen, Visierungsmodifikationen und Geräte-Upgrade herstellen kannst. Halt zum Herstellen der Holodrohne X gedrückt. Schalte mit Aktivitätsmarken und Teilen neue Geräte und Geräte-Updates her. Upgrades. Verdiene aktive mit Aktivitäten, Marken und Teile, indem du stadtweite Aktivitäten abschließt. Ziemlich einzigartige Frequenz. Vielleicht kann ich die nachverfolgen. Es scheinen noch mehr davon in der Stadt verteilt zu sein. Ja, moin. Aber natürlich sammeln wir natürlich alle. Okay. Naja. Perfekter Zeitpunkt für die neuen Holodrohnen.
R1. Aha! Hey. Okay, wir können also jetzt Peters Holo-Drohnen zum Kampf holen. Wieso sollte ich abhauen? Oh, hier. Gut, da mit dir. So. Down. Okay. Down mit dir, komm schon. Down. Bleib endlich liegen. Ah, schade. Kann ich dich down? Ja, ich kann dich selbst mit den... Ah. Okay. Ich hoffe, die Züge fahren wieder. Ich sollte mich bei Onkel Aaron melden. Ja? Hey, Mr. Davis. Wie sieht es jetzt aus? Ich habe ein Signal, aber keine Züge auf den Gleisen. Beim Betriebshof muss irgendwas passiert sein. Der Underground hatte sich an den Sensoren vergriffen. Nutzt Roxxon die U-Bahn, um Nuform zu transportieren? Roxxon? Tja, die U-Bahn sollen Menschen transportieren, keine Fracht. Aber diese Linie wurde erneuert, als die Plaza ins Spiel kam. Sie könnten sie also unter der Hand nutzen. Ich werde das weiterverfolgen. Sie haben einen Bruder erwähnt. Ist da sonst noch Familie? Hab sie lange nicht gesehen. Ich musste was ändern, hab diesen Job angenommen. Aber sie fehlen mir. Besonders mein Neffe. Wir haben zusammen Beats gemischt. Tja, vielleicht gibt's bald ein Wiedersehen. Mit ihm, der Familie. Hoffentlich, Kleiner. Ja, ich muss los. Der Underground wartet. Bye. Und ich würde sagen, ich beende die Folge jetzt hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Ciao. Euer Gladius.